Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Kritische Masse. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Info für dich, falls du mich noch nicht kennst. Bei mir dreht sich alles um Ghost Recon. Also wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Ja, so, also in der letzten Folge habe ich erwähnt, dass es eine Nebenmission mit einer Bombe gibt. Und so wie es aussieht, ist es tatsächlich die, mit der es dann nach der letzten Nebenmission weitergegangen wäre. Und deshalb habe ich die jetzt hier auch ausgewählt. Später zu Schulz zurückkehren. Ja, machen wir hiermit. Los geht's. Nun, ich bin später zu ihm zurückgekehrt. Ja, wie spät denn noch? Cut. Da bin ich wieder. Ja, ich musste tatsächlich noch eine Fraktionsmission spielen, damit hier die Zeit quasi vorbei war und ich wieder mit Matt Schulz sprechen konnte. Dann geht's eben jetzt los. Wir müssen uns entscheiden. Schulz, haben Sie einen Moment? Schätze, den haben Sie sich verdient. Worum geht's? Erinnern Sie sich an die Schlüsselkarte, die ich bei der Suche nach Ihrem Freund gefunden habe? Die mit dem Zeichen für Radioaktivität. Aus der Zeit vor Skell. Von dem Bunker aus dem Kalten Krieg? Ja. Wenn ich so darüber nachdenke, gab es mal Gerüchte über Atomtests auf der Insel. Das ist ein paar Jahrzehnte her und ich habe nie Beweise dafür gesehen. Also habe ich dem keine Beachtung geschenkt. Atomtests? Hier. Davon war nie die Rede. Offiziell fanden auch keine statt. Aber hinter den Kulissen liefen hier mehr komische Sachen ab, als den meisten klar ist. Wenn Ihre Neugier geweckt ist, schlage ich vor, Sie sehen sich bei Howard Port um. Der Hafen ist tief und ziemlich alt. Falls es geheime Lieferungen gab, dann dort. Da sind wir einer Meinung. Alles klar, Howard Port. Zu Howard Port sollen wir. Sehr gut. Lustigerweise wurde ich sogar vorm Howard Port abgesetzt, als ich diese Mission aktiviert habe. Denn wenn man eine Nebenmission schon mal gespielt hat und die nochmal aktiviert, dann wird die Welt neu geladen. Und da war ich plötzlich nicht mehr in Erebon, sondern bei Howard Port. Das war irgendwo da drüben, ja. So, haben wir da ein Biwak in der Nähe, wo wir uns schnell hinreisen können? Ja, da, ne? Gehen wir da hin. Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe diese Mission noch, also in relativ guter Erinnerung, was nicht heißt, dass ich mich gut an die Mission erinnere, sondern ich habe ein gutes Gefühl bei der Mission. Biwak-mäßig vorbereitet habe ich mich bereits. Also brauchen wir jetzt nur noch ein Fahrzeug. Check mal kurz die Lage. Sieht's da aus? Gibt's da ein Fahrzeug? Negativ, zumindest kein intaktes. Schade. Gut, dann würde ich sagen, rennen wir einfach mal los in die grobe Richtung. Wir finden bestimmt unterwegs wieder wie immer irgendeine Sentinel-Patrouille. Da haben wir eine. Hier hinten haben wir irgendwo Wolves. Ich dachte gerade, ich hätte ein Motorrad gesehen. Die Frage. Naja, doch, die haben Motorräder dabei. Sehr gut. Ich habe ja genau hier lang gelaufen, ist, oder? Ob er jetzt stolz auf mich wäre. Stolz? Wieso sollte er? Na, auf das, was wir hier tun. Wie kannst du den Schutz des Vaterlandes und seiner Verbündeten damit vergleichen, dass wir hier gegen Bezahlung den Ausnahmezustand durchsetzen, während unser Boss neue Waffen entwickelt? Komm schon, Mann. Jeder hier ist Patriot. Waffen werden auf keinen Fall außerhalb der USA landen. Na, red dir das ruhig ein. Also ich glaube nicht, dass sein Vater stolz drauf wäre, dass er Zivilisten tötet. Hey, das ist nicht gut. Ne? Würde ich mal so behaupten. Wäre es mein Sohn, würde ich mich im Grabe umdrehen. So, ab geht's. Meep, meep, Motherfucker. Immersion? Was ist das? Oh, ein Wildschwein. Das war keine Absicht, aber wenn es jetzt schon gestorben ist. Ach nee,
Als ob du irgendwas machen würdest, wenn du jemanden findest. Soll es wenigstens nicht umsonst gestorben sein? Scheiße! Angst! Komm, steig auf! Steig auf! Will er jetzt nicht mehr, weil er Wildschweinborsten in den Reifen stecken? Ja, ja, ich hau ab. Auch wenn du nicht nachkommst. Oh oh. Oh oh. Ein größeres Auto. Aber ich will. Oh, es qualmt. 20.000 für diesen Kopf. Scheiße. Daneben geschossen, verdammt. Bin ich jetzt verletzt? Ach du Schande. So ein Blödsinn. Da ich ja gesagt habe, ich crafte nur am Biwak, haben wir jetzt halt nur noch zwei Bandagen. Hoffen wir mal, dass das ausreicht. Ja, ist mir bewusst, dass ich gerade ohne losgerannt bin, aber ich wollte die paar Pflänzchen noch einsammeln. So, Team, aufsetzen. Wer kommt zuerst? Ich glaube, Fury war ein Tick vor Fixit. Bin mir nicht ganz sicher. Es war fast gleich auf. So, da ist der Hafen. Moment mal. Das ist. Ist das nicht die eine Multiplayer-Map? Die eine PvP-Map? Das nicht die? Sammeln Sie Aufklärungsdaten in Howard Pond. Oh, ich weiß noch, hier hatte ich mal einen lustigen Bug. Nee, ist nicht die PvP-Map. Aber hier hatte ich mal einen lustigen Bug. Je öfter ich gestorben bin, desto mehr Wachen standen da. Sniper taking care of. Taken care of. Mein Gott. Wenn man nicht mal mehr Deutsch sprechen kann, sollte man das Englisch auch sein lassen. Moin. Moin geht. Moin geht immer. Oh, ein Wolf. Lassen wir den Wolf mal Wolf sein. Sprühen uns mal noch ein bisschen ein mit unserem letzten Spray. Sollten wir eine Ablenkung starten mit dem Ding hier? Geht das? Geht das nicht so weit? Ach, Schande. Es geht nicht so weit. Naja. Wenn wir entdeckt werden, ist die Packe am Dampfen. Das kennen wir ja schon. Vielleicht sollte ich mal, anstatt immer zu rennen, einfach mal langsam gehen. Ich hätte hier drin echt lieber die Wärmebild aktiviert. Hier sind die Infos. Telefon! Da bin ich wieder. Ja, mein Sohnemann musste auf Toilette. Ja, da werde ich dann immer angerufen. Damit meine Freundin nicht aufstehen muss. So, Aufzeichnungen zu Warenlieferungen. Das sind alte Aufzeichnungen zu Warenlieferungen. Sie führen Lieferungen auf, die in Howard Port empfangen wurden. Mehrere der Einträge zeigen, wie einige der größeren Güter nach Camp Ferret geschickt wurden, einer unterirdischen Basis in Sperrgebiet 1. Die Aufzeichnungen beinhalten Hinweise zum Erreichen der Basis. Der Eingang ist nordöstlich von Mount Elliot in Richtung des östlichen Endes des Generals Valley mit Blick auf den Blue Lake.
gar nicht kompliziert. So, also ab ins Sperrgebiet 1, oder? Jo. Da haben wir doch bestimmt auch einen Biwak. Könnte aber zuerst Schnellreise hin oder her. Schleichen wir uns hier erstmal noch raus. Denn einfach nur hinbeamen und wieder wegbeamen, das ist dann doch ein bisschen zu extrem, was ja den Immersionsbruch angeht. Jetzt kleb dich doch nicht da dran, Mann. Kleines bisschen Immersion darf es ja schon sein. Ich will den Wolf töten. Nicht, weil ich es muss, einfach weil ich dieses Pling so mag. Pling! Tschüss! So, gut. Ab hier können wir ja eine Schnellreise machen. Damit das Ganze nicht so lang dauert. Weil das ist ja echt quer über die Map. Haben wir hier ein Dingens in der Nähe, ja. Biwak am Hawksburn. Hawksburn Creek. Creek. Am Hawksburn. Hawksburn Kriechen. Nein, Creek mit C natürlich. So, dann können wir hier gerade mal noch eine neue Bandage bauen. Basteln. Anfertigen. Bandage. Damit uns die nicht fehlt. Noch einmal das schöne Panorama genießen. Und in welche Richtung müssen wir? Ich sehe es hier auf dem HUD gerade nicht. Ach genau, in die Richtung, die wir schon gucken. Ach, da oben. Gibt es da oben einen Fallschirmpunkt? Nee, ne? Kann ich hier Fallschirm? Natürlich nicht. Schade. Kann mich nur verletzen. Also schön aussehen. Das kann Breakpoint. Und Spaß machen kann es mittlerweile auch echt nicht gut. Wobei es mir ja ehrlich gesagt schon von Anfang an Spaß gemacht hat. Auch. Auch mit dem Loot-Modus. Bling, bling, bling. Auch mit dem Loot-Modus hat es mir auch schon Spaß gemacht. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Ein Bengalfeuer. Ihr wisst, was das bedeutet. Da gibt es eine Fraktionsmission, wo wir dort irgendwas abliefern müssen. Ich weiß noch, wie ich mich ganz am Anfang gefragt habe, was es mit diesem Feuer da auf sich hat. Und hab da irgendein Geheimnis vermutet oder so. Dabei wird so nur der Ort markiert, wenn man irgendjemanden oder irgendetwas dort abliefern muss. Sieht mir ziemlich gut bewacht aus. Bin mir nicht unbedingt sicher, ob ich da mit dem Fahrzeug reinfahren sollte. Suchen Sie Camp Ferret nach alten Ladungsverzeichnissen ab. Ich höre eine Bodendrohne. Richtig gut. Zwei weniger. Oh, da unten haben wir noch einen. Oh, hab keine mehr. Aber ich habe noch so andere, die wirken aber nicht so lang, habe ich das Gefühl. Vor allem wird nicht auf dem HUD angezeigt. Stand da gerade für feindliche Spieler unsichtbar? Für Drohnen und feindliche Spieler unsichtbar. Tatsache. So, einmal deaktivieren bitte. So, schauen wir mal, was wir von da oben erblicken können. Vielleicht können wir da ja ein paar Leute wegsnipen. Feind war ja keiner da oben, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn nicht, sterbe ich gleich. Oh, eine Kiste. Kiste. Oh, da steht ja noch ein Minigunner.
Feuer auf mein Kommando. Bin unterwegs, Boss. Bereit, Boss. Machen wir das nämlich zusammen. Ich helfe. Um den Minigunner müssen wir uns nicht mehr sorgen. Bam. So, wie viele Drohnen haben wir denn da? Eine. Korrektur. Drei Aim? Ernsthaft? Drei fucking Aim-Drohnen? Zwei Scharfschützen und ein Raketenschütze? Vielleicht gibt es hier Aufklärungsdaten. Wisst ihr was? Weißt du was? Ich glaube, das ist der gleiche Bug, von dem ich vorher in der Basis erzählt habe. Wo dann halt viel zu viele Gegner spawnen. Weil normalerweise an einem Scharfschützen-Spot kann ein Scharfschütze spawnen oder ein Raketenschütze. Und hier haben wir jetzt zwei Scharfschützen und einen Raketenschütze und drei Bodendrohnen. Hier, ich habe das Gefühl, hier sind... Alter, guckt euch das an. Schütze, Minigunner, Schütze, Brecher, Schütze, Minigunner, Funker. Als ob. Da haben wir zum Glück einen Heli, da haben wir einen abgestürzten Chinook. Wenn das so einer ist. Ist das da eine Luke? Das ist eine Luke. Da kommen wir aber nicht rein, oder? Ist das ein richtiges Loch oder ist das nur eine Textur? Ne, ist das ein richtiges Loch. Also kommen wir darüber doch rein. Wäre das ja die bevorzugte Wahl. Kann ich von hier oben schon irgendwas wegsnacken? Ja, den Funker, den würde ich gern. Aber vielleicht... Ich muss mal mit der Drohne in den Bunker reingucken. Da sind die Fenster zu. Aber ich sehe hier schon durch die Wand, da ist eine Schütze. Also sollte ich den Funker wohl doch ausschalten. Gibt es hier einen Generator? Wenn, dann wahrscheinlich im Bunker. So würde ich das... Alter, sind ja noch mehr. Ja, als ob... Ach! Wisst ihr, warum hier so viele Wachen sind? So abgesehen davon, dass es offensichtlich irgendwie ein Bug ist. Es ist hier halt die Nebenmission und gleichzeitig eine Fraktionsmission. Viel zu übertrieben! Aber ich feiere es irgendwie gerade ein bisschen. So, wir machen jetzt den Funker da unten weg. So, haben wir hier eine Lücke? Wunderbar. Ich mach das jetzt mal ohne Voice Commands. Geh in Stellung. Einfach weil es am schnellsten geht. Bin schussbereit. Ich sehe nichts mehr, Boss. Ja. Toll. Na dann machen wir die Markierung wieder weg. Nein. So. Ich hoffe, es zielt jetzt keiner mehr irgendwo auf irgendwen zum Synchronschuss. Simultanschuss. Uah. Ach Gott, dass er sich überall dran kleben muss. Das ist ja so nervig manchmal. Habe ich hier Frame Drops? Ja, übel. Das sind halt einfach viel zu viele Gegner. Den Funker machen wir weg. Und den Mörser. Geht doch. So. Und wisst ihr was? Weil es so lustig ist,
Machen wir das Ding jetzt noch. Und natürlich fährt die Drohne jetzt weg. Oder? Bäm. Der Gegner, der da war, das habt ihr gesehen, oder? Der ist schon vorher umgefallen. Bevor der Sprengkopf eingeschlagen ist. So. Einmal heilen, bitte. Ich hätte vielleicht doch die Leiter nehmen sollen. Bin ich verletzt? Nee, oder? Nee, gut. Kommen die hoch? Sie versuchen es, aber sie schaffen es nicht. Das ist gut. Das Problem ist, wenn ich da hingehe, ist da Deckung. Nicht wirklich, ne? Sitze ich halt auf dem Präsentierteller. Der Heli hat natürlich auch keine Raketenbestückung. Das ist schade. Aber die Drohnen machen wir jetzt weg, oder? Machen wir hier. Raketenwerfer. Ich hoffe, ich treffe. Ich hätte getroffen. Ich hätte getroffen, wenn er nicht zurückgefahren wäre. Ja, ohne Fadenkreuz ist das echt ätzend. Ich weiß, ich habe selbst ein Tutorial dazu gemacht, wie man ohne Fadenkreuz mit dem Ding zielt, aber... Oh, muss das Ding dann gerade losfahren. Jetzt den da? Geht das? Ja, getroffen. Hat aber nichts gebracht. Oder nicht genug. Tja, das war's mit der Munition. Im verdeckten Vorgehen war es das natürlich auch. Ich mache den Schalldämpfer ab. Stell auf Autofeuer. Die Drohne. Die Drohne. Alter, die Drohne. Geh weg. Niemand liebt dich. Oh, scheiße. Alter, was machst du denn? Schieß. Alter, Schwede. Das wäre so geil, wenn man durch die Teile noch verletzt werden würde. Ich fände es irgendwie gut. Hä? Sag mal. Ihr könnt euch mal die Patrone angucken. Ich weiß nicht, ob ihr es auf YouTube erkennen könnt. Aber es ist nicht nur eine Hülse. Es ist eine komplette Patrone. Seht ihr? So. Mal durchheilen. Raketen. Werfer wegpacken. Durch Minen ersetzen. Erledigt das, bevor wir alle tot sind. Wo sind die Drohnen? Das hat ja natürlich voll den Heli, mit dem ich nachher wegfliegen wollte, geschrottet. Wo ist die andere Drohne? Da hinten. Bereit zu schießen. Ah, verdammt. Und der Sprengkopf ist am Baum zerplatzt. Feuer auf mein Kommando. Verstanden. Wechselposition. Bereit zu schießen. Mein Ziel markieren. Bringe mich in Position. Sind das viele? Bin soweit. Bereit zu schießen. Scheiße, ich habe vergessen, dass ich den Schalldämpfer abgemacht habe. Gut, das so viel dazu. Weißt du was, komm, ab geht's. Hui. Genau, erledigen wir den Scheiß. Oh, den Schalldämpfer greift wieder ab. Ich hoffe, da ist keiner mehr drin. Sieht gut aus. Einmal Infos bitte. Lass die Jahre
Dann... Wo ist das Ladungsverzeichnis, das ich finden soll? Da hinten ist eine Kiste. Ja, hier drin. Nein, nein, nein! Falsche Taste gedrückt, verdammt. Was ist denn das für eine Waffe? Tech 50. Also das mit dem Licht und Schatten, das... Irgendwas stimmt dabei Breakpoint nicht. So, einmal Ladungsverzeichnis. Ein altes Ladungsverzeichnis in einem neuen Buch. So. Dieses Dokument enthält Details zu drei unterirdischen Stützpunkten aus dem Kalten Krieg, die sich unter Mount Hazard befinden. Oh, Mount Hazard! Und durch einen großen Tunnel verbunden sind. Einige Zeilen sind mit Lebensmitteldepot betitelt. Ein Teil hat den Codenamen Herrenclub. Die Tunneleingänge befinden sich in Camp Ferret und Camp Wiesel. Ich bin doch in Camp Ferret, oder? Ich bin in Camp Ferret. Ja. Also, raus, runter, rein. Habt ihr mich erschreckt. So, ich mach Schalldämpfer nochmal drauf. Noch mehr? Was soll ich denn noch mehr da machen? Ach, hier die Wand. Alles klar. Das hier ist die Karte. Camp Weasel, Food Stockpile, Gentleman's Club Section, Camp Ferret. Oh, das ist verdammt lang. Da müssen wir mit dem Auto durchfahren. Definitiv. Da laufe ich nicht so weit. Gut. Gudi. Der Herrenclub ist im Lebensmitteldepot tief unter Mount Hazard. Zwischen Camp Ferret und Camp Wiesel unter Mount Hazard. Oh. Oh. Alter. Der hat überhaupt keinen Sound von uns gegeben. Hat überhaupt nicht so. Sein Schuss hat kein Geräusch gemacht. Hallo! Guck mal, die machen gar keine Geräusche. Den Bug hatte ich schon mal. Ich mag ihn nicht. So. Cheatsicht aktiviert. Lalala. Hallo? Wir müssen so tief runter, wie es geht, und dann... ...ein Fahrzeug finden. Ich bin hier immer ein bisschen überfordert. Mit dem Sichtmodus, den ich auswählen soll. Aber die haben es hier echt gemütlich, ne? Und so einen unterirdischen Bunker habe ich als Kind immer geträumt. Ich wollte mir immer einen selbst bauen. Ich habe mir sogar von meinem Opa damals einen alten Bundeswehr-Klappspaten geben lassen. Und wollte dann graben und mit Holz abstützen, was man sich als... Wie alt war ich denn? 12, 13, 14? Vielleicht auch jünger? Was man sich da halt so vorstellt. Ja, es war eine schöne Zeit. Oh, da ist ein Auto. Oh, ein gepanzertes. Sehr gut. Nehmen wir. Und da ist der Generator. Die kommt zu uns. Mine. Ja, sucht ihr mal weiter. Ich scanne derweil den Eingang. Mine wieder einsammeln, Mine wieder einsammeln. So. Seid auf alles gefasst. Oh, gut. Ziemlich gut. Okay, die sind alle da vorne. Generator. Geh aus, komm. So. Wo ist jetzt diese Straße? Passt weiter auf! Kann ich
Fächer und Funker? Ne, Schütze und Funker. Bereich gesichert. Sind ab. Immer mitten rein. Geht's denn da? Irgendwo geht's doch da zur Seite rein. Beziehungsweise muss es doch zur Seite reingehen. Fa! Ja. Genau. Ich bin ein Fa. Ich meine, hier muss es doch irgendwo. Hier gibt's doch den. Guck mal, hier ist doch eingezeichnet. Rechts von mir. Ach, da. Gut. Aber ich will nicht mit dem gepanzerten Ding fahren, ich will mit dem Buggy fahren. Das ist viel cooler. Steig ein. Ich finde dich. Das ist auch so ein Ding. Tagsüber bringt das Licht halt einfach gar nichts. Sonst will keiner einsteigen, oder wie? Nee? Ah, da. Einfach reingehüpft. Hier, Licht, okay. Hier, Licht. Licht, was ist Licht? Wir brauchen Licht. Gibt's doch nicht. Und hier plötzlich, zack, Licht. Also, irgendwie die Lichtengine von dem Spiel ist total broken. Komplett. Ich hoffe ja wirklich, dass das nächste Ghost Recon eine andere Engine nutzt. Grafisch, also optisch, ist die Engine hier natürlich sehr schön. Sehr schön, was die Engine hier abliefert. Aber ja, das mit dem Licht. Oder dass halt das Licht gefixt wird, ne? Ach du Scheiße, auch so viele wieder. Man würde ja denken, mit ihrer ganzen Kohle könnten die... Zur Hölle damit, Mann. Wenn die Outcasts einen Krieg wollen, dann sollen sie ihn haben. Ich bin bereit. Dass die einfach nicht mitkriegen, wenn ihre Gesprächspartner plötzlich nichts mehr sagen? Lager und Einrichtungen angegriffen. Die können aber auch nicht überall gleichzeitig sein. Na und? Das sollte Feuer auf mein Kommando sein. Darum sollten sich die Wolves kümmern. Aber die sitzen sich den Hintern platt, während wir wie die Lämmer zur Schlachtbank... Mein Ziel markieren. Hey! Ich glaube, wir sind nicht da. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Was? Wer? Wer weiß was? Hä? Hat da wieder jemand geschossen? Ach du Scheiße. Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Ach du Heilige. Ja, siehst du, die haben wieder keine Sounds. Ah, shit. Teilweise zumindest. Ja, genau. Der Brecher rennt mir nach, schießt mir in den Rücken, steht einfach vor Fury und die macht halt gar nichts. Meine Güte, die Kameraden sind einfach so inkompetent. Das war's. Danke. Team Feuer frei. Ich fahre jetzt weg, heile mich, ja, komm ich wieder. Kein Ding, ich find dich schon. Ja, ja, mach du nur. Ich glaube, der Feuerbefehl ist gar nicht durchgegangen, oder? So. Ich hoffe, da war kein Funker dabei, sonst fährt uns gleich von hinten ein Auto an. Heieiei. Ihr inkompetenten, kompetenzlosen. Wer hat euch eigentlich zu Ghosts gemacht? Eieieiei. Letzte Folge, die brutale Bugfolge, diese Folge. Letzte Folge, die totale Fail-Folge und diese Folge, die... Haben wir alle Bugs auf unserer Seite? Oh, ich habe doch noch drei erwischt, ne, mit der Pistole. Ah, schauen wir mal. Ich höre hier niemanden mehr, aber das hat ja irgendwie nichts zu heißen im Moment. Im Moment höre ich ja auch keine Schüsse. Oh, eine Kiste.
Teile. Zum Aufwerten. Von Waffen. Und Gedöns. Ist auch eine Kiste? Es war auf jeden Fall mal eine, aber die habe ich wohl schon geöffnet. Aha. Was haben wir denn hier Schönes? Einmal öffnen, bitte. Gruselig. Vor allem, da ist überhaupt kein Mechanismus zum automatischen Öffnen der Tür. So, eigentlich dürfen hier drin keine Gegner sein, denn wir hatten ja die Schlüsselkarte. So dunkel. Ist das wegen dunkelste Nacht? Muss ich gerade mal ausprobieren. Jo, es ist einfach wegen dunkelste Nacht. Dann lasse ich das jetzt mal für hier dritt mal aus. Damit wir hier auch was sehen. Nicht ständig mit den Sichtmodi vorwerken müssen. So, wir müssen hier dem Kabel folgen. Dum, 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 dum. Na toll, eingestürzt. Wie kommen wir dahin? Außenrum. Hier vielleicht? Nein, hier ist gar nichts. Nichts. Dann geht's wohl hier rum. Da sieht man halt nichts, ne? Das ist so... Ah, ich ärgere mich darüber. Weil das Spiel ansonsten halt grafisch schon, kann man sagen, ziemlich beeindruckend ist. Ja, komm. Teilweise zumindest. So, da ist wieder alles an. Öffnen Sie die Sprengtür. Sprengen Sie die Öfftür. Es ist einmal so hell hier drin, ist, wenn ich das Licht ausschieße. Und das hier. Ja, es ist dunkel, wie es immer war. Weißt du was, ich mache dunkelste Nacht wieder an. Ich weiß nicht, wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Ja, 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 Mann. Genau so. Da ist er ja. Wenn ich da drauf schieße. Explodiert der dann? Ich will es ausprobieren. Machen wir, oder? Nö. Alles klar. Und jetzt den Zweck des Herrenclubs herausfinden. Und wie? Muss ich jetzt da runter, damit er erkennt, dass das die Bombe ist? Was soll ich denn machen jetzt? Was ist die Bombe hier? Herrenclub ist ein Atombombenclub. Hier vielleicht? Das ist ja die gleiche Tafel, die wir bereits in der letzten Folge fotografiert haben. Was soll ich denn jetzt hier machen? Es wird halt einfach legit nichts markiert. Drohne? Kannst du? Nun. Ich meine, ich weiß, dass man da irgendwie... Ich mache jetzt mal kurz, nur damit ich weiß, womit ich interagieren kann. Die Steuerungshinweise an. Da ist nur Klettern. Kann ich da unten mit der Bombe irgendwas? Nein. Oh, da war was. Klettern, ja. Ich kann auf die Bombe draufklettern oder auf den Tisch. Tja, nun.
weiß noch, ich glaube mich zu erinnern, dass ich diesen Fehler schon mal hatte. Also damals schon hatte. Oder weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder ob das Absicht ist. Ich da rein irgendwie? Nee? Muss ich wieder raus vielleicht? Jetzt wird das drin markiert. Das ist ein Suchgebiet. Ja, man sieht es hier ganz schwach. Es ist ein Suchgebiet. Na toll. Fokussieren, ja. Heilige Mutter Gottes. Das ist es, was ich machen musste? Ich musste fokussieren? Also, ganz ehrlich, darauf wäre ich im Leben nicht gekommen. Und im nächsten Leben auch nicht. Das war das Falsche, was ich jetzt hier aktiviert habe. Hat Markierung Einsatzziele an. Dingsbums, Steuerungshinweise zu Fuß aus. So. So, Bombe entschärfen, ja gut. Such nach Aufklärungsdaten. Das ist kein Ding. Der braucht schon ein Bombenräumkommando, wenn wir da sind. Sicherheitshandbuch. Ein Bodennäherungssensor ist ein System, das mit einem Zünder verbunden ist, der bei Annäherung an ein Ziel automatisch einen Sprengsatz detoniert. Diese Sensoren wurden für Ziele wie Flugzeuge, Raketen und Bodentruppen entworfen, also für alles. Außer Panzer. Vor Erfindung dieser Sensoren wurden primäre Sprengsätze mittels einer Zeitschaltung detoniert. Tatsächlich können die Sensoren immer noch in einen Timer umfunktioniert werden. Gut. Das Handbuch beschreibt, wie man einen primären Sprengsatz detonieren lässt. Und das zeigt im Grunde eigentlich das Gleiche, was wir schon mal fotografiert haben. Und das scheinen die Originalpläne für eine Atombombe zu sein. Sie beschreiben alle Komponenten, die für das Gerät gebraucht werden. Die Teile, die im Plan als primäre Sprengsätze bezeichnet werden, sind jedoch eigentlich konventionelle Sprengsätze, mit denen der Urankern komprimiert wird. Aha. Lass mich raten. Entschärfen ist nicht, sondern detonieren ist. Aktivieren Sie den primären Sprengsatz. Abgeschlossen. Jetzt raus, ne? Ja, gut. Hey, ihr bleibt drin. Mach zu. Wir bleiben gefälligst da drin. Tschüss, macht's gut. Team, Meldung. Ich brauche euch woanders. Geht da drüben in Position. Alles klar, wechsel die Stellung. Die haben die Atombombe überlebt. Team, zu mir. Kommt zu meiner Position. Ja, Fury! Gruselschocker. So, es sind hier aber wieder ein paar Gegner. Nachgerückt, so wie es aussieht. Hallo Fixit? Oh, eine Kiste. I kiss the girl. So, wo geht's hier raus? Da. Oh, hi. Na? Sag mal. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Halt ernsthaft, dieser Spiegel. Was? Getroffen. Ist das ein Feind oder ein Freund? Freund, so wie es aussieht. Alles klar, so, dann fahren wir wieder raus und dann, wenn wir draußen sind, Schnellreise zu Mads Schulz.
ein kugelsicher... Moment, Fotomodus. Da stimmt ja was nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das nächste Ghost Recon wieder eine andere Engine benutzt. Dass es direkt von Anfang an mit KI-Kameraden kommt. Oder wisst ihr, was ich auch verdammt feiern würde? Ein Remake, kein Remaster, sondern ein Remake des ersten Ghost Recon Teils von 2001. What the fuck? Ja. Ich stehe hier ein bisschen blöd. Ich komme hier nicht mehr weg. Komplett aufgebockt. Ich muss hier weg. Steig aus, Mann. Steig ab. Ich kann nicht aussteigen. Ich kann nicht aussteigen. Das Fahrzeug explodiert gleich und ich kann nicht aussteigen. Ich komme mit dem Fahrzeug nicht mehr weg und ich kann nicht aussteigen. Ach verdammt, jetzt als Fury ausgestiegen ist, hätte ich können den Sitzplatz wechseln und dann aussteigen. Ah, gut. Geschenkt. Solange wir das Ganze jetzt nicht nochmal machen müssen, nehmen müssen wir nicht. Packen wir's an. So, wo ist Erebon? Da oben. Ja. Ja, wie gesagt, ein Remake des ersten Ghost Recon Teils. So dass man dann auch die Waffe sieht, die eigene, weil die hat man früher ja nicht gesehen. Ghost Recon ist ja ursprünglich auch aus es ist eine Ehre, Sie zu begrüßen. Ja, danke. Aus Rainbow Six entstanden. Ja, also das erste Ghost Recon habe ich gefeiert. Ich habe das, glaube ich, 5-mal durchgespielt oder so. Zum letzten Mal tatsächlich, bevor Breakpoint rauskam, da habe ich alle Teile von Ghost Recon durchgespielt nochmal, weil ich so gehypt war. Muss ich mich auf meinen Schöpfer vorbereiten? Ich habe mir fast ins Hemd gemacht, aber nein, wir sind sicher. Gerade als ich dachte, es gäbe noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft, fliegt fast alles in die Luft und ich sitze hier mit Ihnen auf dieser Insel fest, die von einer Privatarmee kontrolliert wird. Richtig, wir haben schon genug Probleme, auch ohne Atombomben. Aber wir bringen Sie und Ihre Leute schon dadurch. Wenigstens werden wir nicht in einem nuklearen Feuerball enden. Sie sehen alles positiv, deshalb habe ich Sie gerne in der Nähe. Gut, das war also diese Mission. Gut, dann, wenn es dir gefallen hat, dann hau mir gerne ein Abo rein, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, mein Freund, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Tschüssi.